Raus aus dem Wasser, Boot in die Hand und losrennen. 200 Meter über die Wiese vor dem Vereinsgelände der Wassersportvereinigung Kassel. Und dann hieß es für die Kanuten, so schnell wie es geht, wieder ins Wasser und weiter paddeln. Am Wochenende waren die deutschen Meisterschaften im Kanu-Marathon auf der Fulda. Insgesamt 214 Kanuten aus 57 Vereinen in ganz Deutschland traten gegeneinander an. Mit Paddeln konnten Teilnehmer aller Altersklassen in einer und zweier Kajaks und Kanadiern. Neben Lokalmatador Felix Frank, der aus technischen Gründen aufgeben musste, traten aus Kassel noch Felix Richter, Johannes Schneider, Sebastian Schmidt, Marcel Lorenz, Sarah Brüssler und Nicole Zetzmann an. Je nach Altersklasse legten die Kanuten dabei zwischen 10 und 35 Kilometern auf dem 7 Kilometer langen Rundkurs zurück. Gewendet wurde am Rondell bei der Drahtseilbrücke und an der Eisenbahnbrücke. Eine enge Angelegenheit, bei der es auch schon mal zu Rempeleien kam. Deshalb hatten die Schiedsrichter, wie hier Jürgen Klemm an der Eisenbahnbrücke, alles streng im Blick. Moderator Marc Butron hielt derweil die Zuschauer über das Geschehen auf dem Laufenden. Auf das Wasser gelangten die Kanuten allerdings erst nach einer Gewichtskontrolle, denn die leichten Boote dürfen ein Mindestgewicht nicht unterschreiten.